Simmons, euer Flatli. In diesem Video werde ich vielleicht rülpsen, vielleicht auch nicht. Das schauen wir mal. Aber worum es in diesem Video wirklich geht, ist, ich werde wieder einmal etwas zerstören. Und zwar diesen Schrank hier, der nun wirklich schrottreif ist. Und zwar habe ich nur ein einziges Hilfsmittel zur Verfügung. Und das bin ich selbst. Meine Muskelkraft sozusagen. Als ob ich die Muskeln hätte. Und da dieser Schrank wirklich schrottreif ist, werde ich das auch mit meinen wenigen vorhandenen Muskeln schaffen. So. Den Schrank habe ich auch schon so weit vorgelockert, sodass es in diesem Video deutlich schneller geht und ich nicht Teile überspringen muss, wie bei meinem Couch-Video. Und das zeige ich euch. So, hier waren mal Regale noch zwischendrin, habe ich alle schon mal entfernt. Und die erste Tür ist ab. Machen wir mit der zweiten weiter. Okay, die hat noch. Darauf kommen wir später zurück. Und die fällt schon. Ja, die ist auch weg. Probieren wir es nur mit diesem. Verankerung raus. Oben. So, nur aber. So, nun geht es an die Dinger hier. Schon mal alles entfernt. Nun versuche ich das mal zu kippen. Geschafft. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das schaffe, den Schrank auseinander zu kriegen. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und doch noch ein Rülpser ist entstanden. Und vielleicht gibt es das nächste Mal ein Rülps-Video, vielleicht auch nicht, da schauen wir mal. Und bis dahin. So, ihr denkt, das war's jetzt nun gewesen? Da habt ihr falsch gedacht. Das hier ist die Rülpspause. Hier werde ich jetzt eine Minute lang rülpsen. Oder 45 Sekunden, ab jetzt. So, das war die Rülpspause gewesen. Nur 30 Sekunden lang heute, aber das nächste Mal wird's noch länger. So, jetzt geht es weiter mit dem Programm. So, hier bin ich nun wieder aus der Rülpspause. Ich bin's, euer Flatti, falls ihr mich vergessen habt. Und worauf ich sitze, ist das nächste Objekt, was zerstört wird. Und zwar eine kleine Anbauwand.
Selbstverständlich habe ich die Anbauwand auch vorgelockert, damit ich sie in diesem Video wieder einfacher zerstören kann. Und los geht's! So, das hier ist die obere Tür. Da war eine Glasscheibe drin, habe ich schon vorher alles rausgenommen, denn Sicherheit geht vor. Nummer 1. Nummer 2. Versuchen wir mal jetzt das Ding hier. Nee, das will noch nicht. Okay. Mit roher Gewalt. So, Türen sind da. Jetzt geht die Schublade. Nee, das klappt irgendwie nicht. Hab zu wenig Muskeln dafür. Dann versuchen wir halt das Ding zu zerstören. Stabil ist es immer noch, obwohl ich es vorgelockert habe. Willkommen wieder zurück bei der Rülpspause. Ich rülpse jetzt 45 Sekunden lang. Ab jetzt.
So, das war die Röstpause. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. So, hier bin ich wieder. Ich habe es mal ein bisschen vorgelockert und ein bisschen zu sehr vorgelockert, würde ich sagen. Ich bin viel zu dämlich, um den Rest noch klein zu kriegen. Nochmal eine kleine Rülpspause. So, das war die kleine Rülpspause. Wieder zurück zum Programm. So, das Ding bleibt jetzt einfach mal so ganz, landet einfach mal so im Sperrmüll. Ich krieg das einfach nicht auseinander. Und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist... Trommelwirbel bitte. So, hier sind schon mal Tapetenreste. So, und hier ist meine eigene persönliche Deponie. Hier seht ihr noch die Reste von der Couchzerstörung. Dazu noch ein bisschen Teppich, den ich jetzt dazu geworfen habe. Den Teppich habe ich schon lange vorher zerstört, aber in der Kammer zwischenzeitlich aufbewahrt und vor kurzem erst auf meine eigene Deponie raufgeworfen. Und hier so ganz oben seht ihr die ganzen Reste von den beiden Schränken. Und die Reste von dem Küchenschrank, den ich auch zerstört hatte. Und das war's von mir eigentlich. Ich hoffe, euch hat die Zerstörung gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...